Hi und herzlich willkommen zurück bei uns auf dem YouTube-Kanal von Testhelden. Heute schauen wir uns mal den allerersten Test der Merkfähigkeit an, nämlich Figurenlernen. Wie immer geht es zuerst einmal ganz grob um ein paar Fakten, danach gebe ich dir ein paar Tipps und Tricks, verrate dir, dass wir natürlich auch wie jedes Mal eine Strategie haben bei uns und dann zeige ich dir, wie wir dir genau helfen, dich auf Figurenlernen im TMS vorzubereiten. Also, fangen wir mal an. Wir haben natürlich gesagt, es ist ein Merkfähigkeitstest. Das heißt, deine Merkfähigkeit wird unter Beweis gestellt. Du wirst verschiedene Figuren sehen, nämlich 20 im richtigen TMS. Und dafür hast du 4 Minuten Zeit, dir einzuprägen, wo die Schwarzfärbung ist. Das heißt, die Figuren, die können rund sein, die können aber auch halbmondförmig sein oder komplett andere Figuren sein. Und wir haben auch gehört, dass in den letzten Jahren diese Figuren immer abstrakter geworden sind und sich auch immer mehr ähneln. Das heißt, auch da solltest du dir definitiv eine Strategie aneignen, wie du dir merken kannst, wo die Schwarzfärbung in jeder einzelnen Figur ist. Denn anschließend hast du natürlich noch den Text Fakten lernen, auf den wir in einem anderen Video eingehen werden, und der Zwischentest Textverständnis, der 1 Stunde lang geht. Das heißt, du musst dir wirklich über einen langen Zeitraum merken, wo die Schwarzfärbung bei jeder einzelnen Figur war. In der Reproduktionsphase hast du dann 5 Minuten Zeit, verschiedene Fragen zu beantworten, beziehungsweise am Ende einfach nur zu sagen, okay, bei dieser Figur weiß ich ganz genau, war die Schwarzfärbung unten links oder eben im Feld A, im Feld E. Das werden wir uns gleich auch nochmal ansehen. Es gibt hier keine eingeschlichenen Aufgaben, die nicht gewertet werden, sondern es gibt tatsächlich 20 Aufgaben und 20 Punkte. Jetzt gebe ich dir erstmal noch ein paar Tipps dazu, wie du vielleicht besser abschneiden kannst, abgesehen von der Strategie, die sich bei uns schon über Monate lang bewährt hat bei unseren Bewerbern. Aber arbeite auf jeden Fall mit super, super abstrakten Bildern. Das heißt, versuche dir so crazy, so verrückt, wie es nur klingt, irgendwie bildlich in deinem Kopf vorzustellen, wie die Figur vielleicht sein könnte, womit du verknüpfen kannst, dass dann genau diese Figur an der Stelle schwarz gefärbt sein muss. Denn so abstrakter und verrückter und desto weniger Sinn es eigentlich macht, desto mehr gewöhnt sich dein Gehirn daran und desto eher merkst du es ja auch. Ja, also versuche mit Loki-Methoden zum Beispiel zu arbeiten, mit Gedächtnispalästen. Ich packe dir auch den Link da nochmal in die Beschreibung des Videos zu unserem Blogbeitrag Loki-Methode, falls du nicht weißt, was das ist. Und am Ende des Tages kann ich eigentlich sagen, wenn du mit diesen verschiedenen Strategien dich vorbereitest auf Figurenlernen und vielleicht so jeden Tag eine halbe Stunde oder alle 2 Tage ein bisschen länger diesen Test übst, ein paar Wochen vor deinem TMS, dann kannst du hier wirklich einfach die Punkte absahnen. Denn das ist einfach etwas, was du üben solltest und dein Gehirn, das wird sich irgendwann daran gewöhnen, wie genau abstrakt die Figuren aussehen und wie du es dir merken kannst. Und aus dem Grund zeige ich dir jetzt erstmal noch schnell, wie das Ganze bei uns aussieht und wie wir dir helfen, dich genau auf den Figurenlernen-Test vorzubereiten. So, wir befinden uns jetzt hier in testhelden.com in dem TMS-Paket. Und ich bin jetzt hier direkt mal mit dir auf Merkaufgaben gegangen und dann siehst du hier erstmal eine kurze Erläuterung, wo dir nochmal gesagt wird, wie viel Zeit du dann im TMS hast, wie viele Aufgaben du beantworten sollst und wie das Ganze aufgebaut sein wird. Und jetzt schauen wir uns erstmal nur 4 Beispielaufgaben an vom Einprägen. Von der Einprägephase. Also, ich klicke jetzt hier auf Figuren lernen. Du siehst, unsere Merkaufgaben sind ähnlich aufgebaut wie dann natürlich auch beim Original-TMS. Und auch hier hast du nochmal kurz die einzelnen Werte, das heißt die Zeit, wie viele Aufgaben. Und wenn ich auf Test starten gehe, wird mir auch schon das erste Bild angezeigt. Und du siehst auch hier, wir schmeißen dich nicht direkt ins kalte Wasser und geben dir 20 Aufgaben mit 4 Minuten Timer, sondern wir geben dir erstmal eine kleinere Anzahl von Aufgaben, dass du grob verstehst, wie du dir am besten einprägen kannst, wo die Schwarzfärbung ist. Und dann klickst du einfach auf eingeprägt, weiter, merkst dir, ob es Nummer 1, 2 oder 3 oder 4 war. Denn anschließend, wenn ich in die Reproduktionsphase gehe und ich weiß, ich habe mir jetzt eben Nummer 1 angeschaut, dann gehe ich auch in der Reproduktionsphase auf Bild Nummer 1. Denn ansonsten, wenn ich auf Nummer 4 zum Beispiel klicke, dann siehst du schon, sind das ganz andere Formen. Und die habe ich mir ja gar nicht eingeprägt. Das heißt, ich gehe auf Nummer 1 und dann brauche ich einfach nur zuordnen bei zum Beispiel erster Reihe links. Das heißt, die allererste Figur hier oben ist zum Beispiel die Schwarzfärbung meiner Meinung nach bei A gewesen. Und ich ziehe es einfach dahin und anschließend klicke ich auf Weiter. Und dann siehst du natürlich auch bei der Auswertung, welche du richtig hast, welche du falsch hast und kannst dich dahingehend verbessern. Hat dir gefallen, was du gerade gesehen hast und möchtest auch du dich optimal auf deinen TMS vorbereiten? Dann schau gerne mal bei unserer Website vorbei auf testhelden.com, suche nach unserem TMS-Paket, wähle die perfekte Größe für dich aus und beginne schon heute direkt nach dem Kauf mit deiner Vorbereitung. Wir helfen dir natürlich nicht nur von zu Hause vom Laptop aus, sondern sind mittlerweile auch komplett mobil unterwegs und können per App von unterwegs aus alle möglichen Tests lernen. Das heißt, du kannst uns jederzeit schreiben auf WhatsApp, E-Mail oder auch im Discord-Channel und wir helfen dir natürlich mit unserem Expertenwissen jederzeit weiter.
Das war's von mir heute und wir sehen uns im nächsten Video zu den Fakten.